Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen, schon wieder ein Video. Also ich möchte eigentlich so mittelfristig so auf ein Video pro Woche kommen, weil sonst ist irgendwann eine Übersättigung da oder mir gehen die Platten aus. Also das ist eher unwahrscheinlich, aber mal sehen. Dann würde ich ganz gerne zu dem Konzept von diesen Videos noch kurz was sagen mit diesem Unter dem Radar. Ich habe da auch einige Kommentare zu bekommen und es ist natürlich immer so, klar, ne, es können immer Leute dabei sein, die das alles kennen, für die ist das dann kalter Kaffee. Und ich muss natürlich irgendwo versuchen, so eine Mischung zu finden, weil ich persönlich schaue zum Beispiel am liebsten Videos, wo ich mal auch was kenne und wo was Neues dabei ist. Das andere, wenn man gar nichts kennt, wird dann oft auch frustrierend oder es ist einfach generell dann nicht die Richtung, für die man sich interessiert. Und deswegen habe ich eigentlich in diesen Videos so zwei verschiedene Alternativen. Das eine ist, ich suche mir Künstler raus, die so in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung ja nicht so häufig vorkommen. Beispiel aus dem letzten Video: Richard und Linda Thompson und selbst John Hyatt. Und die zweite Gruppe sind Künstler, die durchaus populär sein können, aber im Normalfall eben so eine große Diskografie haben, dass da immer Platten dabei sind, die so ja unterm Radar sind, also die nicht bei jedermann so direkt genannt werden, wenn man sie nach dem Künstler fragt. Das war dann zum Beispiel bei In a Silent Way von Miles Davis oder die Rhyme and Simon von Paul Simon. Also ich versuche da immer irgendwie was zu finden, was jetzt nicht ganz so abgedreht ist. Denn ich glaube, ein Video, wo ich fünf Outlaw-Country-Platten aus Texas vorstellen würde, das will wahrscheinlich keiner sehen. Und deswegen muss ich immer so ein bisschen so einen Mittelweg finden. Außerdem, ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, ich habe in den meisten Videos so eine Timeline unten drin. Das heißt, wenn man eine Platte jetzt kennt und auch nicht wissen will, was ich dazu zu sagen habe, kann man also schnell zum nächsten Album springen. Allerdings bin ich natürlich ganz clever. Ich habe da ja nur immer Album 1, 2, 3, 4, 5 reingeschrieben. Das heißt, man muss schon ein paar Sekunden in dem Video verbringen, um rauszukriegen, um welche Platten es da geht. Ist also eine sehr subtile Form des Clickbait, aber naja. Gut, dann fange ich heute mal an. Die erste Platte ist von der für mich musikalisch virtuosesten und rhythmisch ausgebufftesten Rockband der 70er. Man muss natürlich immer aufpassen mit solchen Superlativen. Da kommt nämlich dann sofort einer aus der Ecke und sagt, ah, die Band, die ist ja viel besser und so. Aber ich glaube, bei dieser hat jeder es schwer, dagegen zu argumentieren. Und das ist Little Feat für mich. Und ich habe also überlegt, ob ich die dritte oder vierte Platte für dieses Video nehme. Ich habe mich dann für die dritte entschieden, die eigentlich meine Lieblingsplatte von ihnen ist. Und das ist Dixie Chicken von 1973, hat also in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Das ist eine frühe deutsche Nachpressung. Ich habe die also erst Ende der 70er kennengelernt, durch den Rockpalast-Auftritt damals, 1976 war das, um genau zu sein. Ja, Little Feat, ganz kurz die Musiker. Der Percussion-Spieler und der Bassist kamen aus New Orleans, hier in dieser Besetzung. Die ersten beiden Platten waren noch mit teilweise anderen Musikern. Der Pianist Bill Payne ist also jemand, der alle Stile des Piano beherrscht, von Jazz über Blues und Boogie-Woogie bis hin zu Rock. Dann Paul Barrère, ein sehr guter Rhythmusgitarrist, der dann nachher, nach dem Tod von Lowell George, Leadgitarrist wurde. Lowell George, ich habe es schon gesagt, der Kopf der Band, Songschreiber, Sänger und Slide-Gitarrist, einer der ganz Großen, der einen sehr eigenen Sound mit der Slide-Gitarre hatte, sehr viel Glissando, er hat also immer auch ganz bis auf den letzten Bund gespielt oben und hatte dann so einen richtig kreischenden Ton, der also wahrscheinlich ein Weinglas hätte zerspringen lassen können. Am Schlagzeug Richie Havoc, einer der ganz großen Rock-Drummer. Wer den mal so in Nahaufnahme gesehen hat auf einem YouTube-Video, wenn der live spielt, dann hat er die Fleischwerdung von Groove und Rhythmus gesehen. Also absolut fantastisch.
Ja, Lowell George selber war ja ein Fan der Meters. Und dieser Groove, dieser Rhythmus, der dann eben sehr stark von diesen New Orleans Rhythmen bestimmt war, zieht sich also eigentlich immer durch die Platten von Little Feat. Und Lowell George war natürlich auch ein fantastischer Songschreiber. Die Songs von ihm immer noch so ein extra Ticken in der Melodie. Nie so Strophe, Refrain, sondern immer ein Schlenker in der Melodie, der es dann spannend und ein bisschen unvorhersehbar macht. Und ich meine hier auf diesem Album Dixie Chicken, der Titelsong, Two Trains, Fat Man in the Bathtub. Allein der Songtitel ist schon genial, aber die Musik erst recht. Dann ist drauf Juliet, Lafayette Railroad, also wirklich ein absolutes, eine absolut makellose Songkollektion und gespielt in diesem unnachahmlichen Sound, den man einfach gehört haben muss. Und natürlich nicht zu vergessen der Gesang von Lowell George. Im Mojo Magazin gab es mal einen Artikel über ihn, da wurde diese Stimme beschrieben als Mix of Honey and Hot Spices, also als Mischung aus Honig und scharfen Gewürzen, und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Lowell George ist dann leider 1979 verstorben, der Lebenswandel, Sie wissen schon. Und die Band hat sich dann kurz getrennt, wieder reformiert, macht also bis zum heutigen Tag noch weiter, sind leider noch zwei Mitglieder verstorben. Aber diese Genialität so in der Musik, die ist also bis heute geblieben. Aber ich mag die erste Phase von ihnen, wo Lowell George also noch dabei war, die mag ich also eigentlich am besten. Ja, Little Feat, Dixie Chicken. Es wäre übrigens in den durchgeknallten Zeiten heute mit Political Correctness wahrscheinlich nicht möglich, eine Platte noch so zu betiteln, denn Dixie Chicken ist Slang und heißt so viel wie Südstaaten-Tussi. Und das passt ja auch sehr gut zu diesem herrlichen Coverbild. Gezeichnet übrigens wie alle Little Feat-Cover von Neon Parks. Das war so ein Grafiker, der immer so ganz tolle eigene Ideen hatte. Und ich fand dies so toll, habe ich mal gerahmt und jahrelang bei mir an der Wand gehabt. Little Feat, Dixie Chicken. Ich hasse ja Leute, die von Musik keine Ahnung haben. Und wenn man bei denen so im Gespräch mal den Namen Willie Nelson fallen lässt, dann verdrehen die Augen und sagen, ach, das ist ja Country-Musik, das mag ich nicht. Kennen dann wahrscheinlich nur Truckstop und Shania Twain oder irgendwelchen Nashville-Mainstream. Dabei war Willie Nelson, der, glaube ich, in diesem Jahr jetzt 90 wird, immer noch drei Joints am Tag raucht, seit 60, wenn nicht seit 70 Jahren, im Wohnwagen lebt, aber auch noch pausenlos auf Tour ist. Dabei war Willie Nelson alles, aber kein Country-Sänger. Der hat dem Establishment in Nashville immer den Mittelfinger gezeigt und ist eigentlich immer einer so der letzten Freigeister gewesen als Künstler. Er hat dieses sogenannte Outlaw-Country-Movement mitgegründet mit Waylon Jennings, Merle Haggard, Kris Kristofferson, Billy Joe Shaver und wie die Jungs alle heißen. Er hat Platten gemacht, eine Duo-Platte mit Wynton Marsalis, dem Jazz-Trompeter. Er hat eine Reggae-Platte gemacht. Er hat mit allen Leuten zusammengespielt, die in der Rockmusik und darüber hinaus Rang und Namen haben. Und hat eine von den Stimmen, die du unter Tausenden auf Anhieb erkennst. Und ich habe für heute ein Album von 1996, müsste es sein, habe ich mich nicht vertan, nein, von 1996 auf Island Records damals erschienen, was viele für seine American Recordings halten, analog zu den Platten von Johnny Cash. Und das ist dieses Album Spirit. Ursprünglich damals nur auf CD erschienen. Dann gab es, ich glaube im letzten Jahr, zum Record Store Day eine Vinyl-Ausgabe von Light in the Attic. Und jetzt hat Universal, hoppla, geh auf, Universal sich wohl die Rechte gesichert und die Platte dann ganz normal im Vertrieb rausgebracht, ist aber leider immer noch relativ teuer.
Ja, klingt aber fantastisch. Ist eine ganz kleine Band hier. Geige setzt aber nur sehr schöne Schwerpunkte. Eine Rhythmusgitarre, Piano und Willi an Gesang und Leadgitarre akustisch. Und nur eigengeschriebene Songs. Sehr melancholisch, beschäftigt sich mit dem Leben, mit der Endlichkeit, mit zwischenmenschlichen Beziehungen, sehr glaubwürdig und authentisch alles erzählt. Und es gibt zwei absolute Stars auf dieser Platte. Und das ist die Stimme von Willie Nelson, die ich ja sowieso mag, aber ich habe den noch nie so wunderbar singen hören wie hier und auch so klar. Und der Spruch, der könnte auch das Telefonbuch singen, passt also hier hundertprozentig. Und der zweite Star ist Willie Nelsons Gitarrenspiel. Willie Nelson hat ja eine Akustikgitarre und zwar eine Martin N20. Und das ist eine Klassikgitarre, die mit Nylonsaiten bespannt ist, deswegen das N. Und als Gitarrist ist sein großes Vorbild Django Reinhardt, dieser berühmte Gypsy-Jazz-Gitarrist. Und Willie hat sich also viele Licks von ihm abgeguckt. Der spielt jetzt nicht so wahnsinnig schnell, aber er hat auch diese jazzigen Strukturen da drin, diese Gypsy-Jazz-Elemente. Und das gespielt auf dieser Nylon-Saiten-Gitarre ist wirklich ein Erlebnis. Und Willie Nelson ist wirklich einer der großen Akustikgitarristen, das muss man einfach sagen. Die Gitarre, auf der er spielt, wollte ich mal kurz zeigen. Das ist Trigger, so heißt die, benannt nach dem Pferd von Roy Rogers. Und ich glaube, der hat die 30 oder 40 Jahre. Und dieses Loch da ist also jetzt kein Unfall oder sonst irgendwas, sondern Western-Gitarren haben ja unter dem Schallloch diesen Pickguard zum Schutz des Holzes. Wenn man mal mit dem Plektron abrutscht und mit der Spitze auf die Holzdecke kommt, ist das nicht so toll. Wenn man jetzt so auf einer Klassikgitarre spielt, ohne Pickguard, dann haut man sehr häufig mit der Plektronspitze aufs Holz und dann schabt man immer ein bisschen ab und dann sieht es irgendwann so aus wie hier. Er lässt das auch nicht reparieren, aber er bringt die jedes Jahr einmal zu so einem Gitarrenguru und der da drüber guckt und nachguckt, ob alles in Ordnung ist. Und Willi hat mal gesagt, Trigger und ich, wir sind eine Einheit. Ich kann diese Musik und dieses Gitarrespiel nur auf dieser Gitarre machen. Gib mir eine Gibson Hummingbird oder sonst was und da kommt eine andere Musik dann raus. Ob schon ich derselbe, genau dasselbe spielen würde. Und diese ja, fast spirituelle Verbindung zwischen Musikern und ihren Instrumenten hat man ja öfter. Ich denke da mal an Jerry Garcia von Grateful Dead, der ja seine Gitarren immer nach Tieren benannt hat, Wolf und Tiger. Und bei dem war das auch so. Und ich glaube, selbst im Klassikbereich, Ann-Sophie Mutter und ihre Stradivari-Geige, das ist auch, passt kein Blatt zwischen. Ja, Spirit, Willie Nelson. Ganz großer Tipp von mir. Die nächste Platte habe ich vor kurzem, ich glaube, bei Guido, dem Vinyl-Junkie, gesehen. Der hat die einmal kurz gezeigt, so von links nach rechts. Deswegen kann ich die heute nochmal bringen, ohne redundant zu sein. Und das ist dieses Album, Long Time Coming von The Electric Flag. Ursprünglich veröffentlicht 1968 auf Columbia Records. Diese Band war bahnbrechend aus verschiedenen Gründen. Gründungsmitglieder waren Mike Bloomfield und Buddy Miles. Mike Bloomfield hat Leadgitarre bei Bob Dylan gespielt, auf dessen legendärem Auftritt beim Newport Folk Festival 1965, als er elektrisch wurde und ausgebuht wurde. Und hat dann auch Leadgitarre auf dem Album Highway 61 Revisited und somit auch auf dem Song Like a Rolling Stone gespielt. Danach war er Leadgitarrist in der Butterfield Blues Band, die in den 60er Jahren ja so die erfolgreichste und bekannteste weiße Bluesband in den USA war. Und zu dieser Zeit war Bloomfield einer der besten weißen Bluesgitarristen. Und
Als er dann bei Butterfield ausgestiegen ist, hat er Buddy Miles getroffen. Der hat bei Wilson Pickett in einer Tourband getrommelt. Und die beiden haben diese Band gegründet mit dem Ziel, das kann man hier kaum lesen, an American Music Band zu sein. Und das hieß, dass die also alle großen Stile der amerikanischen Musik spielen wollten. Blues, Jazz, Soul, Funk und Rock natürlich, das ja sowieso eine Mischung aus all dem ist. Und neben Mike Bloomfield und noch einem anderen Gitarristen und dem Buddy Miles am Schlagzeug ist hier eine Bläsergruppe dabei mit Saxophon, Trompete, verschiedene Saxophone und Trompete, dann Percussion, Richie Havens spielt hier auf einem Stück Sitar und sehr schöne Gesangseinlagen, Buddy Miles singt teilweise, dann Nick Rivenites ist auch so eine bekannte Figur der Chicago Blues-Szene und Bloomfield selber auch. Und diese Mischung ist wirklich ein absolut toller Mix aus den Musikstilen, die ich genannt habe, sehr groovy, sehr soulig. Die haben auf dem Monterey Pop Festival 1967 gespielt und da Standing Ovations bekommen. Und diese Platte hat musikhistorisch eine unheimlich große Bedeutung. Die haben sich übrigens nachher dann getrennt, der Mike Bloomfield, und der war ja auch stark drogenabhängig, und die haben also in der Besetzung nur diese eine Platte gemacht. Und dieses Album hat musikhistorisch eine große Bedeutung, weil kurze Zeit später zwei andere Bands genau dieses Soundkonzept aufgegriffen haben, weiterentwickelt haben und mega erfolgreich damit waren, nämlich Chicago und Blood, Sweat and Tears. Und Blood, Sweat and Tears ist ja gegründet worden von Al Kooper, der ja mit Bloomfield schon auf Like a Rolling Stone gespielt hat. Die kannten sich also, und der Al Kooper wird schon genau beobachtet haben, was der Bloomfield so in der Zwischenzeit treibt. Es gibt noch eine schöne Anekdote oder Geschichte zu dieser Platte, die muss ich jetzt auch noch erzählen. Die Uhr ist mir jetzt egal. Die Frau von Miles Davis war eine begeisterte Musikhörerin, und als Miles mal zwischen zwei Touren zu Hause war, hat sie ihm einen Stapel Platten gegeben und gesagt, hör dir das mal an. Und als Miles dann alles gehört hatte, hat er zwei Platten an die Seite gelegt und seiner Frau gesagt, also die beiden hier, die finde ich richtig toll. Und eine davon war dies. Und ich denke, wenn jemand wie Miles Davis Musik hört, der hört das natürlich ein bisschen anders als so ein Hobby-Archäologe wie ich. Und der wird auch Musik nach ganz anderen Kriterien beurteilen. Und wenn der dann so ein Lob abgibt, kann man wirklich nur sagen, Chapeau, Mike Bloomfield, Buddy Miles und Co. The Electric Flag. Die nächste Platte, ich zeige da aber zwei, sind von dem für mich besten Songwriter der US-Westküste, und ich meine jetzt nicht Jackson Browne, ich meine Warren Zevon. Und ich habe hier sein Debütalbum von 1976 und sein zweites Album, Excitable Boy, von 1978, zwei Jahre später. Und dieses Cover, das ist ja so bekloppt. Wenn es einen Wettbewerb gäbe, der größte Unterschied oder die Platte mit dem größten Unterschied in der Musik zwischen dem, was man erwartet, wenn man das Cover sieht, und dem, was dann aus dem Lautsprecher kommt, also da würde ich diese Platte auf Nummer 1 setzen. Aber der Warren Zevon hatte so einen irren Humor. Ich traue dem zu, dass das Absicht ist. Der ist wahrscheinlich zu den Fotosessions gegangen und hat gesagt, ich will aussehen wie Schwiegermuttis Liebling. Umso überraschter sind die Leute mit der Musik, die sie dann hören. Und ja, Warren Zevon, ich habe es gerade schon angedeutet, ein satirischer, zynischer, schwarzhumoriger Songwriter, wie es ihn wahrscheinlich nie wieder gegeben hat, mit genialen Texten. Er selber war Pianospieler, hat dann auf seinen Platten sowohl Balladen gehabt, zum Beispiel Hasten Down the Wind, war mal ein Hit für Linda Ronstadt, Accidentally Like a Murder
oder dieses Carmelita, dieses herrliche Stück mit diesem lateinamerikanischen Flair. Und auf der anderen Seite hat er also ganz tolle Rocker gespielt, die musikalisch anspruchsvoll sind und trotzdem so in die Füße gehen. Ich habe diese Platte letztens hier abends aufgelegt und dann musste ich kurz raus und wie ich wieder reinkomme, hat meine Frau so für sich getanzt alleine. Und ich frage sie, was machst du denn da? Ja, die Musik ist so toll, da konnte ich nicht bei ruhig sitzen bleiben, sagt sie. Also tanzen zu Warren Zevon, mal was ganz Neues, aber das ist natürlich nicht der eigentliche Grund, weshalb man diese Musik hört. Vielleicht von den Rockern, Werewolves of London kennt man vielleicht, wird, glaube ich, heute in intellektuellen Kreisen in den USA noch zu Halloween gespielt. Dann Roland, The Headless Thompson Gunner, von diesem CIA-Scharfschützen, dem dann selber einer die Rübe wegballert. Hier ist dann noch drauf Poor, Poor, Pitiful Me, The French Inhaler, Desperados Under the Eaves, vielleicht sein schönstes Stück, Carmelita hatte ich schon, I'll Sleep When I'm Dead, Mohammed's Radio, also jeder Song ist eigentlich ein Klassiker. Und wer auf geniale Texte, geniale Musik steht, dem kann ich also wirklich nur sagen, die ersten beiden Platten von Warren Zevon sind seine besten, wobei er auch sehr, sehr viel weitere gute Platten gemacht hat. Und vielleicht noch wichtig, hier spielt die Crème de la Crème der West Coast Szene. Hier singen Linda Ronstadt und Stevie Nicks von Fleetwood Mac im Background. David Lindley spielt hier Gitarre. Waddy Wachtel, geschrieben, einer der bekanntesten Session-Gitarristen der Westküste. Also wirklich ein Who's Who. Super produziert, Russ Kunkel am Schlagzeug und so, die Namen. Das ist also wie, als wenn man ein Rocklexikon aufmacht. Leland Sklar, der mit dem 3 Meter langen weißen Bart, hat bestimmt der ein oder andere schon mal gesehen, der auch mit Jackson Brown und also auf fast jeder Platte mal gespielt hat, die in L.A. aufgenommen wurde. Also absolut genial. Und ich gucke ja viel den Kanal von Mazzy, Norman Maslow, kennt der ein oder andere von euch vielleicht auch. Und der hat irgendwann mal gesagt, diese beiden Platten wären eigentlich das perfekte Doppelalbum gewesen. Und da habe ich gedacht, ja, Mazzy hat recht, wie so oft, stimmt. Die gehören irgendwie vom Sound, von der Qualität der Songs zusammen. Also sollte man sich auch beide kaufen. Warren Zevon. Jazz. Es gibt einen Altsaxophonisten, der als Nachfolger von Charlie Parker gehandelt wurde. Und ich glaube, in 50er Jahren schon seine ersten Platten gemacht hat. Und es gibt jetzt so Wiederveröffentlichungen. Ich weiß nicht, sind die von Analog Productions? Keine Ahnung. Art Pepper plus 11 und ich glaube Art Pepper meets the Rhythm Section. Frühe Platten. Ich rede also von Art Pepper. Und ja, der hatte dann natürlich sehr viel mit Drogen zu tun. Hat, ich glaube, über 10 Jahre seines Lebens im Knast gesessen, wegen Beschaffungskriminalität, Körperverletzung und so weiter. Und als er dann Anfang der 70er endlich aus dem Knast entlassen worden ist, wollte keine der großen Plattenfirmen ihn mehr haben. Und er hatte dann das Glück, auf Galaxy, das ist das Jazz-Sublabel von Fantasy Records, einen Vertrag noch zu kriegen und da auch noch auf ein paar anderen kleineren Labeln, die produktivste Phase seiner ganzen Karriere eigentlich zu haben. Ich glaube, der hat in den 70er Jahren bis zu seinem Tod, 1978 oder 81 gestorben, ich weiß es nicht genau, mit 58 meine ich, hat er noch über 30 Platten gemacht und wie ich finde, eine besser als die andere. Und die Platte, die ich hier habe, ist das Album Today von 1978. Ist eingespielt mit einem Quartett Art Pepper am Altsaxophon, Stanley Cowell am Piano, Cecil McBee am Bass,
Roy Haynes, ein ganz bekannter Jazz-Drummer, und ein Conga- und Percussion-Spieler ist noch dabei, Kenneth Nash, kenne ich allerdings jetzt nicht. Auf dieser Platte sind 6 Kompositionen, 3 Bebop-Nummern, sehr schön auch, aber jetzt nichts Weltbewegendes, und 3 Blues-Stücke. Und eins davon, ein 10-Minuten-Stück, Patricia, ist für mich persönlich das emotional intensivste Stück Musik, das ich eigentlich je gehört habe. Das Stück hat Art Pepper für seine Tochter Patricia geschrieben, die ein ungewolltes Kind war, geboren wurde, als er im Knast war. Und man hat hier das Gefühl, dass Art Pepper mit dieser unseligen Rolle, die er in Bezug auf dieses Kind gespielt hat, Schluss machen will und um Entschuldigung bittet. Also dieses Stück ist ein einziger Schrei nach Vergebung und eine Bitte um Verzeihung. Was andere nur mit Worten ausdrücken könnten, können solche Künstler ja mit ihrem Instrument eigentlich viel besser ausdrücken. Und also das Stück haut mich jedes Mal um und hat eine Intensität, die wirklich für mich seinesgleichen sucht. Und selbst wenn man dieses Stück hört, ohne diesen Hintergrund zu haben, kann man das gut hören, dann wird man eben Zeuge davon, wie jemand beim Saxophonspielen verbrennt. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Ganz großes Kino hier. Ich weiß nicht, ob jemand mal die Fernsehserie Bosch gesehen hat. Die lief auf Amazon Prime, ist von diesem L.A. Cop, der da dieses herrliche Loft mit dieser großen Panorama-Fensterfront hat, über der Skyline von Los Angeles. Und Bosch ist ja Jazzliebhaber, er hat da so einen dicken Macintosh-Verstärker und spielt immer Jazzplatten, wenn er zu Hause ist. Und in einer Folge spielt er dieses Album und seine Tochter nimmt sich dann die Platte. Also sieht man in der Kamera dann richtig. Und die beiden reden dann kurz über Patricia. Und das ist eigentlich das erste Mal und das einzige Mal in dieser Serie, dass da so explizit über die Musik auch gesprochen wird. Natürlich jetzt nur kurz. Die Action muss ja weitergehen. Aber wie gesagt, Art Pepper Today. Es gibt übrigens eine sehr schöne Live-Serie von Platten von Art Pepper, Live at the Village Vanguard. Das ist ja so ein Jazzclub in New York. 4 Stück, Thursday Night, Friday Night, Saturday Night und dann noch ein extra Bonus. Und die Aufnahmen sind so zu dieser Zeit auch entstanden, wie dieses Album aufgenommen wurde. Also auch ungeheuer intensiv. Und jeder, der also gerne Altsaxophon hört und einen der Großen in den letzten Phasen seiner Karriere, wo er meiner Meinung nach wirklich am besten war, hören möchte, sollte mal eine Platte von Art Pepper hören, ausprobieren, wie auch immer. Art Pepper Today. Ja, das war's. 5 Platten. Wenn ich zu lang bin, Leute, benutzt die Timeline, springt zum nächsten Video. Ich krieg's irgendwie nicht kürzer hin. Oder ich reduziere auf 4 Platten pro Video, keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat vom Spektrum her, war für jeden was dabei. Und danke und wir sehen uns. Ciao.